Diana Eidberger ist Rennrodlerin und Spitzensportlerin. Da zeigt sie sich in ihrem vielleicht glücklichsten Moment 2018. Sie gewann Silber. Diesmal kann sie leider nicht dabei sein, aber ich begrüße sie ganz herzlich. Aus Augsburg, glaube ich, zugeschaltet, Diana Eidberger. Ja. Hi. Ja, genau. Hallo, schönen guten Tag. Wahrscheinlich ist das heute ein sehr emotionaler Tag für Sie, oder? Mit Sicherheit. Also ich freue mich auf alle Fälle für die Athleten, dass die Olympischen Spiele jetzt endlich starten. Ich weiß, ganz viele Athleten sind zum ersten Mal mit dabei und werden trotzdem ein Stück weit den Zauber mitnehmen. Und viele waren schon vor Anreise sehr aufgeregt, nicht nur wegen der umstrittenen Anreise, sondern auch vor allem wegen dem, was auf einem wartet, wenn man zu einem so ja, exklusiven Wettkampf beitragen darf. Sie haben es ja schon mal mitgemacht, haben sogar eine Medaille gewonnen. Ist das der, ich sag mal, archimedische Punkt, auf den alles hinausläuft, auf den man hinfixiert ist? Oder ist es gar nicht so zentral, wie man immer von außen denkt? Ja, zumindest sind die Anforderungen dafür sehr zentral. Also sämtliche Förderungen, Sponsorenverträge, der Aufbau, Trainingsaufbau verläuft sich in dem Zyklus von 4 Jahren. Ab. Letztendlich ein oder zwei Tage, vielleicht auch noch bei anderen Disziplinen noch mehr, das Bestmögliche aus sich rauszuholen. Das ist die große Kunst natürlich, zu dem Augenblick genau die Höchstform zu haben und natürlich auch mit einem Quäntchen Glück dann letztendlich eine Medaille zu erringen. Sie kennen ja die Olympischen Spiele aus der Binnensicht. Sind die eigentlich immer so politisch oder ist es diesmal schon noch extremer als davor? Oder waren Sie unpolitisch und sind Sie jetzt politisch? Wie ist Ihre Einsicht? Ich muss ganz ehrlich gestehen, 2018 hätte ich so ein umstrittenes Thema wie Politik im Sport gar nicht wahrgenommen, weil ich natürlich auch fasziniert von dem Sport war. Aber natürlich fällt es einem auch als Athlet viel mehr auf, wenn es gerade in Nationen wie China die Spiele vergeben werden und letztendlich die Athleten so ein Stück weit an den Pranger gestellt werden und dazu Stellung beziehen müssen, was vor vielen, vielen Jahren vielleicht eine Fehlentscheidung war. Sind die Athletinnen und Athleten damit auch überfordert, weil sie ja sich auf den Sport konzentrieren? Wollen sie eigentlich gar nichts zu der Politik sagen? Ich glaube, die Frage ist nicht, ob sie was sagen wollen, sondern ob sie auch ein Stück weit was sagen dürfen. Und ich glaube, es wird kein Interview geben, wo das Thema nicht an den Athleten vorbeigeht. Und ich finde natürlich das sehr schwierig, gerade in einer emotionalen Situation, unmittelbar vielleicht nach einem guten oder schlechten Trainingslauf, nach dem Wettkampf, nach dem Erringen der Medaille dann auf solche Themen eben Einfluss haben zu wollen. Von daher finde ich schon, dass man den Athleten den sportlichen Moment im Vordergrund lassen sollte. Nichtsdestotrotz sind Politik und Sport auch in unseren Augen einfach nicht mehr trennbar. Und wenn man natürlich möchte, dass sich auf dieser Welt und in Richtung der Olympischen Spiele etwas ändert, dann muss man auch den Athleten mehr Zugeständnisse machen und sie daran beteiligen, bei der Vergabe zum Beispiel der Olympischen Spiele eine Meinung mit einzuarbeiten. Das ist ein interessanter Aspekt, dass die Sportlerinnen und Sportler verstärkt eingebunden werden, weil es scheint doch sehr, das ist Sache des IOC, dann hört man immer wieder, da ist die Schwarzgeldkasse hier und da prall gefüllt, nie so klar nachweisbar, ähnlich wie bei der FIFA, manchmal trifft man was. Sie wünschen sich also eine eher von den Sportlerinnen und Sportlern organisierte Olympische Spielezeit. Ja, zumindest möchte man doch letztendlich, wenn man in die Situation kommt, sich dafür erklären zu müssen, warum die Spiele da überhaupt stattfinden, zumindest die Hintergrundinformationen als Athlet dann auch wissen. Oder ganz und gar auch ein Stück weit ein Mitspracherecht, weil alles, was die Athleten vereinen, und das ist global gesehen in jedem Sportlerherz verankert ist, dass wir Sport treiben wollen, uns mit dem Besten der Welt messen. Und uns ist es grundsätzlich ja egal, wo das stattfindet, aber die Voraussetzungen dafür müssen einfach gegeben werden. Und da zählt im Jahr 2022 sind es im Jahr 2022 ganz andere Ansätze wie vielleicht vor 100 Jahren. Heutzutage gehört das Thema Nachhaltigkeit mit dazu, das Thema Menschenrechte, um natürlich da auch ein Stück weit
ja, einen grünen Fußabdruck auf dieser Erde zu hinterlassen. Eindrucksvoll, was Sie sagen, weil grüner Fußabdruck und politische Spiele, das erwartet man ja jetzt eigentlich nicht. Aber wie verantwortungsethisch Sie damit auch in die Spiele gehen, ist das allgemein in Ihrem Lager der Rennrodlerinnen und Rennrodler so? Oder sind Sie da, ich sag mal, ein Einzelfall? Ich bin definitiv da kein Einzelfall und es gibt viele verschiedene Töne. Und wenn ich mir das prunkvolle Stück der Rodel- und Bobbahn jetzt bei den Olympischen Spielen angucke, ist das schon ein tolles Gebilde, was sich in das Gebirge dort mit einarbeitet. Aber die Frage ist immer, ob es das sein muss und auch für wie viel Geld und unter welchen Voraussetzungen diese Bahn eben entstanden ist, um letztendlich dann vielleicht doch nur noch ein oder maximal zwei Wettkämpfe dort zu haben. Wir werden nie auf die Trainingsläufe dort kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein sportliches Nachwuchssystem dort so etabliert wird, wie es nicht nur in europäischen, sondern eher auch in westlichen Ländern eben gelebt wird. Ganz herzlichen Dank, Diana Eidberger von den Rennrodlerinnen. Sie drückt die Daumen für die Deutschen, aber auch für eine gelingende sportliche Olympische Spielezeit und nicht für eine politische Olympische Spielezeit. Ich danke, wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Glück.